schlecht. Oh, das hat sogar gereicht. Fantastisch. So. Truhe wieder öffnen. Und was haben wir? Einen Apfel. Damit haben wir unser Leben verbessert. Fantastisch. Erste Aufwertung unseres Lebens. Ich werde übrigens im Falle weiterer Raben, wenn ich die hören sollte, wahrscheinlich die übergehen oder so in Ruhe lassen. Außer sie sind halt einfach zu töten, einfach zu klatschen. Weil sie bringen mir einfach nichts. Weil dieser Spielstand wird nämlich, sobald ich das Let's Play durch habe, direkt gelöscht. Also nicht direkt gelöscht, aber keine Ahnung. Junge. Ha, interessant. Sollte ich mir aufschreiben? Dann tu das mal. So. Ja. Ansonsten weiß ich gar nicht, ob wir hier noch was haben. Ich glaube nämlich, das war's soweit. Mal kaputt machen hier. Vasen zerstören. Hier hinten noch was. Sieht sehr danach aus. Hoch. Hoch. Aha. Nichts Besonderes, alles klar. Gut. Wohin jetzt? Folge mir. So. Hacksilber, weiter. Junge, ich kann dein Tier da vorne hören. Ein Keiler, ich wusste. Schieße kontrolliert. Ganz zurückziehen. Wildschweinhaut ist dick. Ich hab getroffen, oder? Es sah aus, als wäre er einfach abgeprallt. Ist der Keiler magisch? Hm. Was meinst du? Er sah nicht wie ein normaler Keiler aus. Dann hinterher. Dann hinterher. Auf geht's. Ich find's irgendwie interessant, dass die, dass seine Frau die ganze Zeit hier hinten hängen hat. Also die Asche halt. Finde ich mega witzig. Also, ist so ein kleines. Bleib wachsam. Mehr von diesen Leuten? Etwas anderes. So. Guten Tag. Die Bims. Die Kratos. So. Hacksilber ohne Ende. Was sind diese komischen toten Dinge? Ach, gespalten, meine Freunde. Gespalten. Hierbei lasse bluten. Ich find's irgendwie interessant, dass sie hier scheinbar nicht einfach verpuffen. Aber die wir töten, ja. Ja, also schon. Die verpuffen einfach. Oder die sind einfach dann weg. So, keine Ahnung, ob hier noch was ist. Können wir mal gucken. Nein, sieht nicht so aus. Ja. Gut. So, gespalten. Der ist hinüber. Korrekt. Ich find's auch immer so schön, dass Atreus immer vorläuft. Da, er ist unter der Säule durch. Na dann. Auf geht's. Schaff das. Ellbogen hoch, Hand ruhig, entspannen. Präzision vor Tempo. Ja! Verlieren nicht. So. Junge. Der Nebel verdichtet.
Junge! Boy! Wo bist du? Schnell, Vater! Das ist eine Sackgasse. Hab ihn gefunden! Hier lang? Atreus! So. Warte auf mich, Junge. Atreus. Danke. Falsche Richtung. So. Atreus. Wir wussten nicht, dass er dir gehört. Tut er nicht, er ist mein Freund. Der Junge tat, was ich ihm sagte. Dann hilf mir jetzt. Hier halten, bitte. Halten, er verliert Blut. Der letzte seiner Art und ihr schießt auf ihn. Seid ihr so hungrig? Zielübungen. Zielübungen? Es tut mir so leid. Weiter Druck ausüben. Ich bin schuld. Ich hätte aufpassen sollen. Stirbt er? Das werde ich nicht zulassen. Du, der Pfeil hat eine Arterie durchtrennt. Finde beide Enden und halte sie fest. Ja, jetzt müssen wir einen Keiler retten. Fange links an. Greifen und halten. Alles klar, L2. Nun die rechte Seite. Halt sie fest. Gut. Jetzt zieh sie zusammen. Aneinander. So. Du bist eine Hexe. Hier kann ich ihn nicht ganz heilen. Mein Haus ist gleich hinter den Bäumen. Trägst du ihn? Von mir aus. Er darf nicht sterben. Ich weiß ja nicht, warum nicht, aber... Gut, er scheint fürs Erste stabil zu sein. Greta. Greta. Spannend. Hier lang. Auf geht's. Der Echse folgen. Ins Echsenaus. Fantastisch. So. Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hat meine Mutter gemacht. Sie meinte, ich wachse noch rein. Ich habe euch hier im Wald noch nie gesehen. Sie muss dich vermissen, so weit weg von zu Hause. Sie ist tot. Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel. Asche? Das war ihr letzter Wunsch. Junge. Das... Tut mir wirklich leid. Ja, ja, doch. Er ist sehr mitteilungsbedürftig, sagen wir es mal so. Wir sind da. Du wohnst in einem Baum? Nicht darin. Darunter. Hey, Billy! Schau! Ist schon gut. Ich meine, überlegt euch mal. Ist der nett? Junge. Die lebt keine Gefahr, die wohnt einfach unter einem Haus, in einem Haus, was unter einer Schildkröte ist, auf dem ein Baum wächst. Boah. Krass. Hallo, na? Oh, ein Bommel. Kann ich zum Bommel? Nee, kann ich nicht. Wäre lustig gewesen. Schnell. Plötzlich wird er... Leg ihn auf den Kreis da. Halt ihn ruhig. Lebst du allein? Es ist besser so. Ja, mein Vater mag Leute auch nicht. Junge. Aber stimmt doch. Halt ihn ruhig, er verletzt sich selbst. Gut. Ruhig. Ruh dich aus. Ich brauche zwei Dinge. Frische Rotwurzel wächst hinter dem Haus. Bringst du mir ein Büschel davon?
Was noch? Ich weiß, du bist ein Gott. Nicht von dieser Welt, aber du bist einer. Er weiß nichts, oder? Von deiner wahren Natur oder seiner eigenen. Das geht dich nichts an. Die Götter dieser Welten sind Außenseiter nicht wohlgesonnen, glaub mir. Ich weiß es. Wenn sie euch finden, was sie werden, wird es sehr schwierig. Der Junge wird Fragen stellen. Das ist dann mein Problem. Was auch immer du verbirgst, du kannst ihn nicht ewig beschützen. Aber du hast recht. Geht mich nichts an. Ich brauche auch Gartenschaumkraut. Eine weiße Blume in meinem Garten. Eine Handvoll. Klar. Gartenschaumkraut. Jetzt kommt Kratos, der Botaniker. Ich weiß sogar nicht, mir ist gar nicht aufgefallen vorher, dass sie ein Schwert auf dem Rücken hat. Das ist interessant. So, natürlich weiß ich ja wohin und was es ist. Aber hier unten haben wir einen wunderschönen Fluss, der wird auch noch relevant. Allerdings erst etwas später. Ja, hier vorne haben wir dann Gartenschaumkraut. Fantastisch. Und dann sind wir jetzt zu Atreus. Beziehungsweise wir hätten, glaube ich, sogar vorher mit ihr reden können. Mit ihm reden können. Hilfst du mir? Ich schaffe. Ist nicht allein. Naja, überspringen wir einen kleinen Dialog. Hilft das hier? Wann habe ich... Bei der Jagd auf das Tier. Was ist los mit mir? Wenn ich es verloren hätte. Du hast es verloren. Ich werde ab jetzt besser aufpassen. Naja. Den Dialog, den wir jetzt übersprungen haben, der ist mehr oder weniger... Da sagt Kratos sogar was Richtiges. Also da steht Atreus dann hier so und dann sagt er ihm halt so von wegen, ja, quatsch nicht so viel. Was ja auch korrekt ist, ne? Man, er quatscht halt... Redet, erzählt halt so viel einer Person, die sie gerade erst kennengelernt haben. Ist halt nicht richtig. Ne? Ja, genau was ich brauche. Wird er überleben? Ja. Dann gehen wir. Halt! Ich will euch danken. Ihr wollt eure Ruhe? Dieses Zeichen verbirgt euch vor denen, die eure Reise stören könnten. Lena. Emily. Es gibt eine Abkürzung unter dem Haus, über die ihr sicher aus dem Wald kommt. Geht den Weg nach unten und dann auf das Licht zu. Sehen wir dich wieder? So oft oder selten, wie ihr wollt. Und jetzt fort mit euch. Komm, Junge. Ja. Der unterirdische Durchgang bringt euch wieder zurück auf euren Weg zum Berg. Nehmt einfach das Boot. Moment. Und nehmt den hier. Er dient euch in der Welt zur Orientierung und Navigation. Und wird euch immer zu euren Zielen führen. Ein Kompass haben wir jetzt bekommen. Der zeigt uns an, wo wir hinwollen. Interessant. Da kann auch wieder rein. Hallo. Wie geht's ihm? Er braucht Ruhe. Er ist aber außer Gefahr. Hat er einen Namen? Hildisvini. Er ist mir schon lange ein guter Freund.
So einen Keiler habe ich noch nie gesehen. Du hast gesagt, er ist der Letzte auf der Welt. Der Letzte in dieser Welt. Er stammt von einem ganz anderen Ort. Zu Hause konnte er jede gewünschte Form annehmen. Aber seit er hier ist, bleibt er in diesem Zustand. Zustand als Keiler? Den Zustand seines Verstandes. Die Erinnerung an seine wahre Natur wird immer schwächer, wie ein Traum. Und die Illusion fühlt sich mit jedem Tag realer an. Ich weiß nicht, ob ich das verstehe. Wenn du immerfort, Tag für Tag nur in deiner physischen Form lebst, ist es schwer zu glauben, dass es nicht deine wahre Form ist. Mit jugendlicher Kraft hätte er sicher rebellieren können, doch Hildiswini ist sehr, sehr alt. Würde ich ihn nicht an seine Heimat erinnern, an sich selbst, bliebe wohl nur der Keiler zurück. Ich hoffe, er findet den Weg nach Hause. Vielen Dank, Kind. Das hoffe ich auch. Interessant. Ich wusste nicht, dass man hier noch rein kann, um ehrlich zu sein. Aber ihr Vornamen war... Ein Fenster, was ins Nichts, also was, wo eine Illusion halt vorne dran ist. Ja, gut. Dann können wir leider nur gehen. Aber ja, dann können wir raus. Let's go. Bis später. Sei vorsichtig. See ya later. Gut, dann würde ich sagen. Ja, war's das. Erstmal wieder. Hab mal wieder nicht ganz so lange, weil ich müde bin. Und ja. Dann, genau. War es erstmal mit God of War? Außerdem scheint Essen oder so. Naja, war erstmal mit God of War für PS4, ich speichere. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschaußen.